Hey Lars, nachdem ich jetzt gerade oder wir vorhin den Butcher gekillt haben und dann halt durch die Unfähigkeit meines Partners draufgegangen ja, sind, habe ich noch einen Spielkameraden hier gefunden, der auf jeden Fall Vollpfosten zu sein scheint. Der auf jeden Fall zwei Pistolen dabei statt ein Gewehr und so. Eine Uppercut, die zwar sehr stark ist und eine dumme Brawler. Keine Ahnung, was der Typ vorhat. Hat eine fette Dynamitstange noch dabei. Ich glaube, dass der einfach. Ach, keine Ahnung, was er machen will. Der will rumspacken, glaube ich. Der nennt sich selbst Honk. Sagt schon alles. Servus. Two Pistols. Wow. Hello, man. Hey, where from? I'm from Poland. Hello, dzień dobry. Dzień dobry. Why you got two pistols? Because I'm a Texas Ranger with big iron on my hip. Okay. Oh, I recommend you lower my mic a little bit, or just, I don't know. Okay, no problem. Because Let's go. I'll be doing this probably. Okay. Just irate the shit out of people. It's crazy. I love it. Let's do this if you Yeah. see some other guys. Yeah, I'm trying to do a shitposting compilation. I already got two clips. Okay. It's very nice. I love it. Please send me the link then. Thanks. All right. So add me on Steam later. Okay. Let's Geiler get Typ. this bread. Er macht eine lustige Version praktisch von dem Spiel. Saugeil, also. Der lässt dann Musik einspielen, wenn jemand kommt. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Hunters gehört habe. Fuck. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemanden gehört habe, aber ein lustiger Zeitgenosse auf jeden Fall. Der spielt Musik dann rein. Ich habe ihn gefragt, warum er zwei Pistolen hat, sagt er, weil er ein Country Ranger ist. Geil. Ja. Bei sowas zählt dann einfach der Fun mehr als das eigentliche Spiel. Oh, Hunter sind hier. Hier ist ein Hunter auf jeden Fall. Ich schwöre, wenn der jetzt die Musik anmacht, dann gehe ich an. Dann lache ich mich tot. Was macht denn der? Oh Mann, oh Mann. Ich hole noch schnell den Clou. Alter.
Wart auf mich! Fuck. Oh Mann. Last I saw him on the roof. Okay. Da geht's richtig ab, da oben. Ja, ich sehe auch einen am Dach. Und zwar, ich weiß noch, ob man das jetzt bei euch erkennen kann. Oh, das ist ein Raben. Fuck it. Oh, das ist eine Scheiße. Nice job. Ich will die Mosin. Oh ja, und ein Uppercut. Alter. Ist das krass. Der hat einen umgehauen. Hier, guck dir das an, ey. Hat ja... Es ist eine... Oh, Mosener ganz Sniper. Do you want the Mosin Nagant Sniper? No, I stay true to my... Because I aim shit with this gun. Yeah, me too. I'm better with the small Obris. Yeah. No, I think I'm good. You did a great job, man. Yeah, you too. I just shotgunned one and hack and slay the other. yeah, so it... With this fucking gun. Oh. Die Map, das ist jetzt schon. Ja. Yeah. Das ist die Map. Oh, der Boss ist hier. Have you heard the music playing or? No, sorry. Oh, unfortunately, it was very good. Create a distraction. Oh.
Alter. So, komm her. Drecksau. Oh oh. Are the hunters here, huh? No one. I think I heard some outside. Really? Yeah, I think the bitch go crazy there. No, I think it's normal. Hier ist zu. Bitches go crazy. Ja, yeah, this, you know, this hive. Hier ist auch zu. 20 Munition. Pardon? What do you say? Setting up traps. Yeah. Me too. I got one on the west. So, das ist jetzt schon eine Epic-Runde, aber jetzt schon geil. Also, ich freue mich, dass ich euch das präsentieren kann. Allein der Doppelkill von mir mit dieser absolut kack Romeo Handcannon. Also, jemand, der das Spiel kennt, weiß, was das für eine Scheißhaufenwaffe ist. Ich glaube, dass das eine 10-Dollar-Waffe ist oder so. Und dann einen geschottet und den anderen noch. Erst hatte ich die scheiß Blendgranate in der Hand und dann den anderen noch mit dem Hackebeil. So wie es aussieht, nimmt dann der Bauer auf. They know what's coming. You hear the enemy? No. Geil. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine sehr lustige Runde mit dem. Uns hat sich auf jeden Fall gelohnt, ey. Eine Uppercut und eine Obres ist auf jeden Fall schöne Waffen. Oder sind schöne Waffen. Ich hätte auch eine Nagant Sniper nehmen können, die kostet übelst viel Geld, aber ich komme mit dem Ding nicht klar. Also ich treffe mit diesem Scharfschützenvisier treffe ich gar nichts. Da habe ich doch hier lieber das da. Schön über Kimmel und Korn. Mit dem treffe ich um einiges mehr. Und ich meine, eine Uppercut kann man immer brauchen.
Nothing to see so far. West safe, yeah. See one? Nope. Na dann. Hoffen wir mal, dass wir den Spaß überleben. Do you know the new feature of the dark side? Ah, oh, shit. No. What is it? If you use it, you can see dead bodies with a bright shine. Oh, dead bodies. Yeah, really. Turn around and look at the dead bodies behind us. It's behind the wall, you know, behind the hill, so we can't see it, but it's really true. Oh yeah. Damn, that's nice. It's a bright shining, circle. Yeah. You know, I'm happy that they finally improved the performance, because it's working really good now on my computer. Yeah, I did a tutorial of it too. Because I got a mid-range graphic card. I got an RX 580. Oh, I only have from NVIDIA GTX. Fuck. What do you got? I got a GTX 9060X. Okay. And it's fairly good, but the problem is that my computer is so old. It's Windows 7 with bad RAM. There's a trick. Do lightnings and shadows on off, and effects. Lightning and shadows on low, and effects on off, and all you can play the rest on high with 60 FPS average. Really? Yeah, no joking. I'll try it. Friend got an old GTX 760. And he play on maxed out with only these three settings customized. Shit, really? Yeah. Lightnings we and shadows. It, we missed it. Wir sind echt vor lauter Labern in die falsche Richtung gelaufen. Yeah, well, that's nice. Oh shit. Okay, thought I heard someone. I have no side left. Yeah, me too. Was a pleasure to play with you, man. Very nice, very funny. Pleasure. Was a pleasure. Nice game. GG. GG. Geil, man. Das war jetzt richtig lustig mit dem. Danke fürs Zuschauen.